Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sinnedomme. Heute geht es um einen Disney-Klassiker und zwar um Ariel, die Meerjungfrau. Fangen wir an mit der Story. Die Story ist jetzt, ja, es ist halt ein Disney-Film. Ariel, die ist gerade so in der Pubertät und will lieber Abenteuer und interessiert sich für die Welt da oben bei den Menschen und ihrem Vater, König Triton, dem passt es gar nicht, weil er eben weiß, dass die Menschen auch Fische fangen und fürchten, was sie nicht verstehen und so weiter. Und sieht es dann natürlich nicht so gern, dass Ariel hier diese Interessen hat und noch dazu verliebt sie sich dann auf den ersten Blick, ich meine, es ist ein Disney-Film, und in einen Prinzen, einen Menschenprinzen, und da flippt natürlich ihr Vater total aus und dann macht sie einen Deal mit der Meerhexe Ursula und mehr möchte ich jetzt mal nicht verraten. Auf jeden Fall, es ist eine nette, charmante Story, typisch Disney, es geht alles ein bisschen schnell, vor allem die Sache mit der Liebe und dem Heiraten und so weiter, aber ja gut, so ist es da halt, aber die Message des Films ist sehr schön und die Geschichte wird auf sehr, sehr, sehr charmante Art und Weise präsentiert, also 8 von 10 Punkten bei der Story. Dann kommen wir zu Figuren und Darsteller. Da muss ich sagen, ist es wirklich einer von den Top-Disney-Filmen. Die Figuren sind alle sympathisch. Also Ariel selber ist super nett. Dann König Triton gefällt mir sehr gut. Dann die Krabbe Sebastian ist richtig, richtig genial. Dann ihr Schießhasenfreund Fabius ist toll. Dann die total verblödete Möwe, die alle Sachen der Menschen irgendwelche neuen Sinn und Zweck dafür erfindet, weil sie keine Ahnung hat. Dann eben der Prinz Erik und auch die anderen Nebenfiguren, der Koch und so weiter. Also wirklich toll, 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 toll. Und auch Ursula ist eine tolle, tolle Schurkin. Wirklich, wirklich toll. Und auch die Sprecher im Original sind sehr gut. Und die Sprecher in der Synchro, vor allem in der Originalsynchro von Ende der, wann war das, 89, glaube ich, gefallen mir sehr, 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 sehr gut. Die neue Synchro ist zwar auch gut, aber ich bin eher Fan von der alten. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, Figuren und Darsteller 10 von 10 Punkten, absolut super, fantastisch. Dann kommen wir zu Atmosphäre und Design. Hier muss ich auch sagen, die Atmosphäre des Films ist toll, die Musik spielt eine sehr große Rolle, die Zeichnungen sind schön, der Detailgrad und die Verliebtheit in die Details sind toll, die Animationen, die lassen mir das Herz aufgehen teilweise, wirklich, wirklich ein richtig schöner Zeichentrickfilm. Und auch die Figuren, wie sie aussehen, wie sie designt sind, also auch die Nebenfiguren sind hier mit viel Liebe zum Detail gestaltet und also wirklich beide Daumen hoch. Hier kann ich nur sagen 10 von 10 Punkten. Dann kommen wir zum Humor. Es ist jetzt nicht unbedingt der witzigste Disney-Zeichentrickfilm von allen, aber immer charmant und trotz allem gibt es auch immer wieder was zu lachen. Vor allem, ich liebe Sebastian die Krabbe. Allein schon, wenn der grinst mit seinem ich könnte mich auch heute noch wegschmeißen. Wirklich, wirklich toll. 8 von 10 Punkten bei Humor. Kommen wir zu Schnitt und Kamera. Hier muss ich sagen, der Schnitt ist recht gut, jetzt nicht fantastisch, aber gut. Und die Kamera, es gibt so ein paar Sachen drin, wo ich mir dachte, ey, toll, 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 die Perspektiven, die gewählt werden und alles. Aber da hätte der Film manchmal noch ein bisschen mehr machen können, eben gerade dadurch, dass wir unter Wasser sind, hätte er mehr mit der Perspektive spielen können. Das macht er relativ selten. Deswegen ziehe ich hier ein bisschen was ab. 8 von 10 Punkten bei Schnitt und Kamera. Kommen wir zu Effekte und Action. Action ist nicht so viel drin. Wenn Action drin ist, ist es sehr, sehr, sehr cool inszeniert, muss ich sagen. Und die Effekte, also sprich die Animationen, sind toll, sind wirklich toll. Aber es ist halt eben nicht so viel Action drin, deswegen ziehe ich hier ein Pünktchen ab, obwohl die Animationen wirklich fantastisch sind. 9 von 10 Punkten. Dann kommen wir zur Spannung.
Also hier muss ich sagen, dadurch, dass es eben ein Disney-Zeichentrickfilm ist, hält sich die Spannung einigermaßen in Grenzen, weil man weiß halt irgendwie doch, wie das bei den Disney-Filmen immer so abläuft. Trotz allem ist natürlich das Wie oftmals interessant und so weiter. Deswegen trotz allem 7 von 10 Punkten bei der Spannung. So, und jetzt kommen wir zu dem, was viele an den Disney-Filmen nicht mögen, aber ich liebe das wirklich, und zwar der Soundtrack. Und da muss ich sagen, Ariel ist von den Liedern her wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich bin so am Überlegen, ob's ich kann mich da immer nicht entscheiden, gefallen mir die Lieder bei Aladdin besser oder gefallen mir die Lieder bei Ariel besser. Auf jeden Fall ist Ariel in meiner Top 2 der besten Disney-Musiken sozusagen drin. Die Lieder sind toll. Also da haben sie sich wirklich selber übertroffen, wirklich fantastisch. Und auch der sonstige Soundtrack ist hier sehr, 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 sehr gut. Also gefällt mir fantastisch. 10 von 10 Punkten, ganz klar. So, dann kommen wir zur Genrewertung. Bei der Genrewertung kann ich nur sagen, Ariel, die Meerjungfrau, ist wirklich einer der besten Disney-Filme. Ich bin da noch am Grübeln, in welche Reihenfolge ich die bringen würde. Auf jeden Fall gehört er bei mir in die Top 5. Vielleicht sogar auch der besten Zeichentrickfilme an sich. Ich finde ihn wirklich fantastisch. Viele lassen sich davon abschrecken, dass es so ein Mädchenfilm oder so. Gebt dem Film eine Chance. Er ist wirklich toll, er ist wirklich charmant. Ich liebe den, ich habe den schon so oft geguckt, vor allem jetzt die Blu-ray. Also da muss ich nochmal eine spezielle Kaufempfehlung für die Blu-ray rausgeben, weil die Blu-ray nämlich tatsächlich die original deutsche Synchro wieder mit drauf hat. Und ich bin so froh, ich habe damals sogar eine E-Mail an Disney geschrieben, dass sie doch bitte, bitte, bitte die Original-Synchro wieder mit auf die Blu-ray packen können. Das haben wohl mehrere gemacht, und da muss ich nochmal Disney loben, die haben mir tatsächlich auf meine E-Mail geantwortet, und zwar nicht so eine Standardantwort, sondern die haben tatsächlich die Fragen gelesen und beantwortet, ganz toll. Und ich bin der glücklichste Disney-Fan der Welt gewesen, als ich dann gelesen habe, auch auf der Blu-ray und DVD auf der neuen, da ist tatsächlich die neue und die alte Synchro mit drauf, und fantastisch. So kommen beide Fans auf ihre Kosten, die mit der neuen aufgewachsen sind und die mit der alten aufgewachsen sind. Also auf jeden Fall 10 von 10 Punkten in der Genrewertung. Es ist ein fantastischer Zeichentrickfilm mit viel Liebe zum Detail, und ich kann ihn wirklich nur jedem empfehlen. Wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt, guckt ihn euch an. Er ist wirklich, wirklich toll. Und das Gleiche gilt auch bei der Gesamtwertung. Ja, ich weiß, viele mögen nicht, wenn gesungen wird, aber die Lieder hier bei Ariel sind wirklich so Ohrwürmer, also dass ich da diesmal nicht abwerten möchte, sondern es sind auch in der Gesamtwertung 10 von 10 Punkten. Ariel, super, angucken, absolute Empfehlung. Und also ihr merkt schon, ich bin ganz euphorisch, ich liebe den Film, und ich hoffe, ihr mochtet das Video wenigstens ein bisschen so wie ich Ariel, die Meerjungfrau, mag. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Bei Anregungen oder Kritik schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann.